Grüße Leute, ich hänge das Let's Playen an den Nagel. Ist das überhaupt ein richtiges Verb? Bald wird mein Kanal 2 Jahre alt und immer öfter kommen die Bitten, dass ich die Let's Plays von den anderen Videos trenne. Denn manche möchten eben nur Zelda Historia, Kyroth Abenteuer, Reviews und so weiter ansehen. Und eben kein Part Final Fantasy 7 Nummer 35 oder Dark Souls 2 Part 75. Weil ich aber absolut keinen Bedarf habe, einen zweiten Kanal aufzumachen, weil das schon mal nicht so ganz gut funktioniert hat, gehe ich eben diesen Weg. Das heißt, ich werde in der Regel nur ein Video pro Woche raushauen. Dann aber eben kein Let's Play, sondern eher etwas in die Richtung wie... Sollte ich aber doch mal wieder Bock drauf haben oder mich jemand zu einem Koop-Let's Play bzw. Community-Let's Play überredet, bin ich dafür noch gern bereit, aber das ist dann wirklich die Ausnahme. Ach ja, das mit den ein Video pro Woche ist übrigens keine feste Regel. Sollte ich mal keine Zeit haben, Urlaub, der Job, sonstiges oder mich auch die Kreativitätsfee einfach mal nicht geküsst hat, bzw. ein Video mal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, wie zum Beispiel ein Historia, kann es auch mal etwas länger dauern. Oder auch kürzer. Und um das Ende der Let's Plays auf meinem Kanal zu feiern, haue ich ab morgen jeden zweiten Tag bis zum Ostermontag eins raus. Und am 9. April wird die Wiedergeburt meines Kanals mit Hyrule Stories 2 eröffnet. Mein Ende als Let's Player. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Liebe Grüße, euer Moft.